wir jetzt zu einem Gast, den ich persönlich auch schon mal auf der Bühne begrüßen durfte, auf unseren eigenen Innovation Day, glaube ich, vor 3 Jahren. Das ist der Rolf Behrens. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Bitnamic, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Remote Maintenance und Augmented Reality. Und das ist im Grunde auch genau Thema seines Vortrags, nämlich wie das sozusagen funktioniert. Denn er hat auch ein Produkt ins Leben gerufen, oder Bitnamic hat ein Produkt ins Leben gerufen, Bitnamic Connect. Und es geht quasi darum, Servicetechniker mit Experten weltweit zu verknüpfen, sodass eben sowas wie eine Reparatur von Maschinen, sodass sowas erleichtert wird. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt. Thema seines Vortrags ist ganz offiziell AR in der Industrie. Einführung anhand von Anwendungsszenarien. Rolf, bist du soweit? Ich glaube. Sehr schön. Dann darfst du sehr, sehr gerne starten. Ja, viele Grüße hier aus dem ICO in Osnabrück. Genau darum geht es heute. Augmented Reality und industrielle Beispiele für Service und Wartung, Schulung, Trainings, Workflows, digitale Zwillinge. Versucht das mal irgendwie in die Zeit reinzubringen, dass wir so einen kleinen Rundumschlag über die Augmented Reality bekommen und das Ganze ein bisschen so einen kleinen industriellen Kontext herstellen. Wir bei Bitnamic machen halt Service Collaboration Solutions. Wir beschäftigen uns seit gut 5 Jahren als Firma mit diesem ganzen Thema, wie verbinde ich Experten und Techniker miteinander. Und heute wollen wir mal einfach auf das Thema AR gehen und gucken, was wir damit machen können im industriellen Kontext. Thema, kurze Einführung werde ich geben. Wir gucken auf die Technik, was für Hardware brauche ich prinzipiell dafür, und dann schauen wir uns genau Fallbeispiele an zum Thema Remote Maintenance, zum Thema Schulung, Trainings, Prozessunterstützung, wie das Ganze aussehen kann, und dann so ein bisschen so die industrielle Königsdisziplin im Thema Augmented Reality, digitale Zwillinge, wie können wir tatsächlich so ein virtuelles Modell live zu einem physischen Modell bespielen. Ich leite das Thema Augmented Reality immer gerne so ein bisschen ein, und zwar für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so richtig gehört haben oder vielleicht einfach mal noch ein bisschen unklar ist, was es eigentlich ist. Augmented Reality, das ist das irgendwie, wo ich eine Brille aufhabe, irgendwie 3D-Objekte im Raum auf dieser Brille rumschwirren und ich mit den Händen irgendwelchen Gesten mache. Ja, ein bisschen ist das so, aber oftmals höre ich zum Beispiel auch noch, wenn ich so Erstgespräche führe, immer noch die eigentliche Frage: Augmented Reality, brauche ich dafür nicht eine VR-Brille? Und dann muss man schon immer gleich einhalten und sagen, nein, VR steht für Virtual Reality, also virtuelle Realität, und beschreibt eher eine komplette Welt, in die ich abtauche. Ich sehe keine echte Welt sozusagen drin. Ich habe eine Brille auf und bewege mich quasi dreidimensional in so einer virtuellen Welt. Man verschwindet quasi in dieser Welt, und ich kann halt durch Controller oder ähnliches, durch Steuereinheiten, durch Gesten mit dieser Welt irgendwie interagieren. Und auf dem Bild sieht man es so ein bisschen. Ich werde getrackt von Kameras, und somit kann ich mich halt irgendwie im Raum bewegen. Und anstelle man Wohnzimmer oder Büro bin ich halt in einer echten Welt. Und da sind die Einsatzspiele halt relativ, Einsatzszenarien relativ klar. Natürlich ist es sehr computerspielgetrieben, da gibt es mittlerweile auch konsumentengerechte Hardware, aber auch in der Industrie wird es häufig schon eingesetzt für Schulungen, Dokumentation und Prototyping. Das ist aber tatsächlich dann noch nicht Augmented Reality. Hierfür kann man das Ganze ein bisschen anders beschreiben. Augmented Reality ist nicht als Gegenstück zur Virtual Reality zu sehen, sondern eigentlich haben wir eine echte Szene, eine materielle Szene, und die wird durch virtuelle Elemente angereichert. Und dafür brauche ich nicht mal Hardware, beziehungsweise irgendwie ein Endgerät, was Augmented Reality kann. Wir sehen das jeden Samstag bei der Bundesliga, wenn wir irgendwie Einblendungen haben. Neben den Toren gibt es zum Beispiel Anzeigetafeln oder Werbetafeln, die nur rein digital dargestellt werden. Die sieht man nicht im echten Stadion. Oder man kann so einen Sky-Tisch, wie was da unten ist, direkt mit Tabellenständen oder Ähnlichem dort zeigen. Es gibt natürlich auch viele industrielle Beispiele, sieht man auf dem Bild unten, ne? Wo ich vielleicht irgendwelche Informationen eingeblendet bekomme. Und das aktuellste Beispiel für Augmented Reality, sonst war es immer so ein bisschen Pokémon Go, ist tatsächlich von Nintendo ein Produkt. Das wird, wenn Sie vielleicht eine Nintendo Switch zu Hause haben, ein Spiel sein, was Sie interessieren könnte, oder vielleicht der Nachwuchs, wenn er sich dafür interessiert, ist ein Mario Kart Spiel, wo die Karts tatsächlich eine Kamera bekommen. Und das echte Wohnzimmer zur Rennstrecke gemacht wird. Und ich habe solche kleinen
ja, Fähnchen, die ich aufstellen kann. Und mit diesen Fähnchen wird die Strecke abgesteckt. Und das ist ein ganz aktuelles Beispiel, ist gerade rausgekommen, das Spiel, wie Augmented Reality wunderbar in so einem spielerischen Kontext funktioniert. Also es gibt ganz viele Szenarien dafür. Und häufig finden dann solche Kameras den Einsatz. Aber im Gegensatz zu VR, ich brauche nicht unbedingt so ein mobiles Endgerät. AR kann ich auch mit vielen anderen Elementen durchführen. Aber bleiben wir mal so ein bisschen bei diesem Thema, wenn ich ein Endgerät habe, was kann ich denn dort verwenden? Und klassischerweise werden heutzutage Smartphones und Tablets für Augmented Reality eingesetzt, weil die breite Masse verfügt bereits über kompatible Geräte. Ja, da ist der IKEA-Katalog, wo ich mir ins Wohnzimmer zum Beispiel schon mein Sofa setzen kann, weiß, wie es aussieht, wie groß es ist und ich kann mir schon vorstellen, wie es im Gesamtkontext meiner Wohnung aussieht. Dann gibt es gerade im industriellen Kontext Datenbrillen. Ja, und da muss man eigentlich zwischen zwei Gerätetypen unterscheiden. Ich sage dazu immer gerne zu der einen Gerätekategorie Augmented Reality Light. Da habe ich prinzipiell ein Gerät auf dem Kopf und habe dort eine Kamera an dem Gerät installiert und bekomme ein Display vors Auge. Ja, da, in dem Sichtfeld, das ist ein kleines Display, da sehe ich durch Spiegel vergrößert ein paar Elemente, habe aber prinzipiell eher 2D-Informationen im Auge, kann da kontextrelevante Informationen irgendwie einblenden. Und wichtig ist, dass meine Kamera übertragen wird und mein Ton dabei übertragen wird. Und wenn ich das im industriellen Kontext sehe, wenn ich so ein Gerät aufhabe, ja, da habe ich vor allem die Hände frei und ist der große Vorteil im Vergleich vielleicht zum Smartphone. Ja, wenn ich beim Smartphone muss ich natürlich immer das Handy in der Hand haben und die Situation abfilmen. Und das sind sozusagen diese einfachen Einstiegsgeräte, die, ja, sag ich mal, so einen einfachen Einstieg in diese AR-Datenbrillenwelt geben. Interessanterweise in Deutschland sagt man Datenbrille, das ist immer ganz interessant und eigentlich ist der Begriff Smart Glasses, also intelligente Glasses sozusagen im internationalen Bereich eigentlich der Fall. Es gibt aber noch einen zweiten Produkttypen und das ist eigentlich von der Firma Microsoft sehr stark bespielt, da geht es um die Microsoft HoloLens als Gerät, das sind wirklich Full Head Mounted Displays, ist ein bisschen so wie eine VR-Brille, wenn ich die aufhabe, nur ich kann halt durchgucken. Ich habe eine Fensterscheibe sozusagen vor meinem Auge und da ist ein Display drin und mir werden Sachen in so einem Head-Up-Display sozusagen eingeblendet. Und das können zum Beispiel tatsächlich Objekte sein, wirklich 3D-Objekte sein. Und die kann ich im Raum platzieren. Die habe ich theoretisch sogar physikalisch korrekt auf dem Tisch abstellbar. Ja, ich weiß sozusagen, wo im Raum Elemente sind. Die Brillen sind relativ smart, was so Lokalisierung im Raum angeht. Die können Höhen und Tiefen erkennen und kann dadurch halt tatsächlich Objekte passgenau rüberlegen. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie sieht sowas überhaupt aus, ist relativ schwierig in so einer Präsentation das rüberzubringen. Hier hat die CT mal probiert, das zu visualisieren. Ja, zum Beispiel sieht man hier das Betriebssystem, Windows da auf der HoloLens drauf, ja, und da sieht man die Schaltflächen, das Startmenü und das kann zum Beispiel an so eine Wand geworfen werden und per Fingergeste kann ich dann zum Beispiel Mausklick durchführen und kann sozusagen dann Elemente auswählen. Das ist sozusagen an der Stelle Augmented Reality wirklich in vollster Ausprägung. Also, kurze Zusammenfassung zum Stand der Technik, den einfachsten Zugang zu Augmented Reality erhalte ich heutzutage durch Smartphones. Da sind super Kameras drin, die Geräte sind komplett vorbereitet. Diese Light-Brillen, AR-Light-Brillen sind besonders für industrielle Zwecke gut geeignet. Jedoch habe ich da vielleicht keinen 3D-Eindruck, aber es reicht vielleicht, um solche Remote-Maintenance-Themen, zeig mir doch mal ein Bild, wie es an der Maschine aussieht, zu zeigen. Und diese Head-Mounted-Displays wie die Microsoft HoloLens sind eigentlich technologisch ganz, ganz wichtige Meilensteine auf dem Weg zu AR. Gibt immer noch technologische Nachteile. Das Blickfeld ist sehr beschränkt. Also ich schneide sehr schnell Bildelemente ab, wenn ich mich dem Objekt nähere. Kosten sind noch relativ hoch. Und tatsächlich, wenn ich dafür Software schreiben will oder Software suche, das ist alles relativ kostspielig. Das sind so tatsächlich noch so Nachteile, die bei diesen Head-Mounted Displays herrschen. Also man muss ein bisschen festhalten im Vergleich zu VR, wo ich tatsächlich schon konsumentenfreundliche Hardware habe und einen relativ günstigen Einstiegszugang finde, haben wir noch kein Massenprodukt wie das iPhone für Augmented Reality. Dennoch haben wir eine stark bespielte Nische, die für industrielle Zweige zum Beispiel sehr stark da ist. Ja, diese Datenbrillen sind besonders gut für die Industrie geeignet. Und ansonsten mache ich halt AR eher auf Smartphones mit kleineren Spielereien wie ein IKEA-Sofa setzen. Wir wollen jetzt aber tatsächlich mal so ein bisschen eintauchen in die industriellen Beispiele, das, was wir bei Bitnamic machen und wo wir vielleicht schon was gesehen haben. Eines unserer Kernthemen ist sozusagen Mitarbeiterunterstützung.
Das kann zum Beispiel bei Montage, bei Inbetriebnahmen, Inspektion, Wartung, Reparatur sein. Unterstützung des Kundenservices, Hotline, beim Troubleshooting. Ja, man kann sich das vorstellen, wie ich jemanden durch eine Brille, durch ein Technik unterstütze. Aber auch in der Fertigung kann das ein Prozess sein. Ja, ich kann vielleicht Produktionsprozesse überwachen. Ich kann Anlagen mir abnehmen lassen. Ja, aber ich kann auch Schulungen durchführen über solche Thematiken, Trainings durchführen, Maschinenvorführungen machen oder halt auch allgemeine Besichtigungen durchführen. Das kann ich alles durch Augmented Reality erledigen. Und man kann sich so bisschen eigentlich in jedem Bereich da reinfuchsen und es gibt überall so ein paar Lösungen, die man nutzen kann, aber so ein Hauptbeispiel, was wir die letzten Jahre stark gesehen haben, ist natürlich der Fall Remote Maintenance und hier zeige ich einfach ein ganz kurzes Beispiel. Oben sieht man tatsächlich eine Landmaschine, wo jemand mit einer Datenbrille an der Landmaschine ist, filmt die Szenerie ab, will was reparieren. Rechts sehe ich den Techniker, den Experten vor im Büro, der das Ganze sieht. Der kann Daten einzeichnen, er kann Hinweise geben, wo wenn was zu tun ist. Ja, das Kamerabild wird vom Techniker zum Experten übertragen, der Ton wird übertragen und ich kann halt im Bild direkt live kleine Annotationen durchführen, das Bild einfrieren, das ganze Geschehen ist irgendwie dann kommentieren und ähnliches, um halt eine Maschine zu entstören. Unten sehen wir so einen Fall, wie das mit einem Tablet aussehen kann. Das ist tatsächlich mal bei Airbus in Bremen, wo wir tatsächlich mal in so einem Flugzeugprototypen sind und gucken, wie der ganze Status dieser Maschine ist. Das ist ein typischer Fall, ein super leichter Einstieg. Man braucht eigentlich nur eine Software und die Hardware dafür, ohne große weitere Prozesse mitliefern zu müssen. Dann gibt es einen etwas komplexeren Fall für Augmented Reality. Das sind Schulung und Trainings. Kann man sich natürlich gut vorstellen, wie ich geführt werde von einer Brille, bei zum Beispiel Durchführen von bestimmten Aktionen. Da eignet sich AR tatsächlich hervorragend für, zum Beispiel für Schritt-für-Schritt-Anleitungen, um Aktionen hintereinander auszuführen oder Prozesse zu überwachen oder Arbeit zu kontrollieren, während ich sie tätige, um zum Beispiel richtig und falsch Benachrichtigungen zu bekommen, wenn ich was tue. Und hier haben wir einen Prototypen mal entwickelt, wie das Ganze aussehen kann. Das ist jetzt live abgefilmt von einer HoloLens. Das haben wir auf einer letztjährigen Messe mal gezeigt. Und hier geht es tatsächlich in dem Video darum, dass ich bei einer Ultraschallmessung unterstütze. Und die Brille zeigt mir an, was ich als nächstes tun kann. Ja, also man bekommt Anweisungen auf die Brille, ist live vom Kopf abgefilmt. Ja, die Brille sagt einem, was zu tun ist, gibt auf Informationstafeln Informationen, zeigt kurz an, was ich tun muss. Man hat eine Objektüberlagerung, man hat bestimmte Hinweise, die man tun muss. Ja, man bekommt auf dem Objekt teilweise Sachen angezeigt und kann dann zum Beispiel hier wird ein Scan durchgeführt, direkt an einer bestimmten Stelle Ultraschall-Scan durchführen und es wurde angezeigt, wie das Ganze zu funktionieren hat. Ja, das ist eine Prozessbegleitung gewesen und wir haben das da auf der Messe einfach mal 150 Messebesucher durchführen lassen und tatsächlich haben 140 Messebesucher diesen Test Ultraschallmessung, obwohl sie das Gerät noch nie gesehen haben, durchführen können, weil sie unterstützt worden sind durch Augmented Reality, durch das Gerät in dieser ganzen Geschichte. Klar gab es hier und da ein paar Fragen, aber insgesamt lief das wirklich sehr, sehr gut und diese Schrittfolgen konnte nahezu jeder einmal durchführen. Und was natürlich möglich ist im Bereich Augmented Reality ist, digitale Zwillinge abzubilden. Sie können sich das vorstellen, dass man eine Maschine hat, im Echtzustand, die hat Daten und sie wollen nicht vielleicht irgendwie wissen, wo ist denn mein Problem. Sie bekommen eine virtuelle Repräsentation dieser Maschine, die live die gleiche Sache produziert und wenn es einen Fehler gibt, wird erstmal direkt am Modell angezeigt, wo ist denn überhaupt der Fehler, sodass ich das vielleicht erstmal virtuell begutachten kann, bevor ich mich an das physikalische Objekt begebe. Und das ist so ein bisschen die Königsdisziplin derzeit in der Industrie. Wir haben hier eine Live-Zustandsbetrachtung. Man müssen aber natürlich auch Verknüpfungen tätigen zu den 3D-Daten und zu den tatsächlichen Daten der Maschine, wenn sie irgendwelche Fehler auswirft und so ähnlich. Und das natürlich dann entsprechend mappen. Und hier, auch hier habe ich ein Video für Sie vorbereitet, was das Ganze mal zeigt. Das ist so ein kleiner Roboterarm. Ja, auch hier haben wir so ein paar Tasks, die wir vorher durchführen müssen. Wir werden ein bisschen geführt. Ja, ich spule das Ganze mal ein bisschen vor, bis wir an dem Punkt sind, wo die Maschine zu sehen sind. Und tatsächlich sieht man jetzt hier eine Live-Repräsentation der Maschine. Das ist ein kleiner Roboterarm. Der fängt jetzt gleich an zu produzieren. Ja, und man bekommt Informationen angezeigt, wie es gerade den einzelnen Baukomponenten geht oder was sie gerade tun. Und wenn wir jetzt einen Fehlerfall hier provozieren, wird gleich auch angezeigt, dass es einen Fehler gibt. Und entsprechend sehen wir auch direkt am Modell, wo der Fehler auftritt. Das passiert jetzt hier an der Stelle. Ja, also ein Fehler ist aufgetreten
Und das Modell kann gleich rot eingefärbt werden, wo der Fehler ist. Die Fehlerbeschreibung kann direkt ausgegeben werden. Und jetzt ist natürlich die Verknüpfung zu den vorhergesehenen Fallbeispielen ganz interessant. Ich kann direkt aus diesem Fall jetzt einen Monteur kontaktieren. Ich habe einen Service Call aufgebaut. Das ist dieser Remote Maintenance Aspekt wieder, dass er mir direkt am echten Objekt hilft, das Ganze zu entstören, sodass die Maschine wieder läuft. Ja, dann sieht er das Objekt, den digitalen Zwilling, als auch das physikalische Objekt durch die Kamera meiner Brille. Und damit haben wir eigentlich einen ganz guten Überblick bekommen, was so Stand der Technik ist. Es gibt noch viele weitere Einsatzszenarien für Augmented Reality, aber in der Industrie wird gerne so dieser Schulungscharakter genommen, als auch der Remote Maintenance Charakter, als auch dieser Charakter, ich repräsentiere einen Live-Status meiner Maschine. Zusammenfassend, komme ich auch zum Ende meines Vortrages, kann man sagen, AR, also Augmented Reality, erlaubt eine neue Betrachtung auf die Digitalisierungsprozesse. Die Technologie ist immer noch in einem frühen Stadium, also die Technologien sind immer noch relativ teuer und es gibt noch keine konsumentengerechte Hardware, aber trotzdem können wir bereits heutzutage sehr viele Dinge darstellen, zum Beispiel Datenquellen anzapfen, die präsentieren, wir können Supportzeiten damit verkürzen, Prozesse verbessern oder Zustände betrachten und tatsächlich nach einer wenn man mal überlegt, wie steige ich denn vielleicht überhaupt ein in Augmented Reality, können wir mit einem Remote Maintenance eigentlich immer sehr leicht einsteigen, Datenbrille aussetzen und man kann direkt das Kamerabild übertragen. Da müssen keine weiteren Systeme angezapft werden. Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Beispiel, die wir gesehen haben, brauchen ein bisschen Authoring. Das heißt, ich muss das ja dokumentieren. Ich muss ja die Anleitung irgendwo erstellen, die wir haben. Ja? Der Content muss ja irgendwo herkommen. Der muss ja irgendwo eingepflegt werden. Da ist immer so ein bisschen noch, geht mir mit einher, dass ich natürlich irgendwie ein Redaktionsteam habe, was mir diese Anleitung erstellt. Ja, und digitale Zwillinge sozusagen haben eine Endaufbaustufe, da haben wir 3D-Daten drin, ja, die müssen visualisiert werden und da müssen wir natürlich eine Verbindung schaffen zu dem 3D-Objekt als auch zu den tatsächlich echten Daten. Das ist relativ viel Integrationsaufwand und deswegen hat man da auch noch die wenigsten praktikablen Lösungen im Markt gesehen, die schon weit ausgerollt sind, sondern eher einzelne Fallbeispiele, wo das schon sehr gut funktioniert. In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, bin bereit für Fragen, wenn Sie haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Rolf. Wir würden es so machen, dass wir einfach, ja, wenn Fragen da sind, dass wir das im Nachgang, sag ich mal, dir zukommen lassen, gerne. Weil wir müssen ja jetzt noch in den Digital Workshop switchen. Also Rolf, dir vielen Dank.